Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist die Schilddrüse und insbesondere deren Überfunktion. Als Experte und Gast haben wir Frau Dr. Jakob, Oberärztin in der Abteilung Nuklearmedizin an den Vidya-Kliniken, Christliche Kliniken Karlsruhe. Frau Dr. Jakob, Überfunktion der Schilddrüse, ist das häufig? Ja, so 3% der Bevölkerung bekommen eine Überfunktion. So nach meiner über 30-jährigen Berufserfahrung habe ich manchmal das Gefühl, es wird mehr. Sogar, was diese autoimmunen Überfunktionen angeht. Und das ist ja für die Patienten oft auch längere Zeit unbemerkt, dass sie eine Überfunktion haben. Ja, damit sind wir bei den Symptomen. Hm. Welche Symptome macht das? Also es macht Symptome Schwitzen, Gewichtsabnahme, obwohl das gar nicht so häufig ist. Dann Haarausfall, Durchfall. Herzrasen, Herzstolpern, zittrige Hände und zum Beispiel junge Menschen, die zum Beispiel jetzt sehr sportlich sind oder Marathon laufen, die plötzlich überhaupt keine Marathonstrecke mehr schaffen und sich wundern, was los ist. Also da macht es eigentlich auch eine Herzschwäche. Ne? Und, aufgrund der Pulssteigerung? Oder aufgrund der Pulssteigerung. So genau kann ich es ja gar nicht beantworten, was da alles noch so, da geht es in die Kardiologie. Ne? Myokardial, natürlich, ja. Klar. Gut, und wie diagnostiziere ich das? Also natürlich erst einmal eine Blutentnahme. Jeder Hausarzt kann das machen. Man macht zuerst dieses TSH, dieses Thyroidia ist die Schilddrüse, stimulierende Hormon. Wenn dieser Wert erniedrigt ist, dann spricht das für eine Überfunktion. Wenn man einen erniedrigten Wert hat, bestimmt man zusätzlich noch die Schilddrüsenhormone. Das sind zwei Hormone, ein Hormon mit drei Iodid-Ionen, eins mit vier, T3, T4. Mhm. Und wenn die erhöht sind, macht man auch noch sogenannte Schilddrüsenantikörper. Mhm. Das sind Eiweiße, die bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse erhöht sind. Nun sind Sie ja Nuklearmedizinerin. Mhm. Inwieweit kommt die Nuklearmedizin jetzt noch in die Diagnostik? Die Nuklearmedizin, das kommt nicht von den Autoimmunerkrankungen. Die Nuklearmedizin kommt von den Kröpfen, also von den Knotenschilddrüsen oder allgemein Knoten in der Schilddrüse. Und auch Knoten können Überfunktionen machen. Das sind die sogenannten heißen Knoten. Und wie weiß man nun, dass der Knoten heiß ist? Weil im Ultraschall sieht man es nicht, man sieht den Knoten. Da gibt es dieses Scintigramm. Das ist ein Funktionsbild der Schilddrüse. Da bekommt der Patient, die Patientin eine strahlende Flüssigkeit, eine geringe Menge, die macht auch keine Nebenwirkungen, in die Vene gespritzt. Und nach 20 Minuten macht man ein Bild. Und der überfunktionierende Knoten nimmt mehr von diesem radioaktiven Stoff auf als das normale Schilddrüsengewebe. Und damit hat man dann sozusagen diesen heißen Knoten diagnostiziert. Und das ist die alleinige Domäne der Nuklearmedizin. Aber die Nuklearmedizin macht mittlerweile das gesamte Schilddrüsengebiet Über- und Unterfunktion. Aber dieser Knoten hat mit Krebs nichts zu tun, nicht? Der überfunktionierende Knoten hat mit Krebs nichts zu tun. Darf ich noch mal fragen, auch Knoten, gibt es auch kalte Knoten? Ja, kalte Knoten, das sind die, die den radioaktiven Stoff nicht aufnehmen. Die können sehr selten bösartig sein. Schilddrüsenkrebs ist eine sehr seltene Krebserkrankung. Einmal bei den heißen Knoten. Ja. Wie kann ich die jetzt ausschalten? Jetzt habe ich also erhöhte Schilddrüsenhormone. Was mache ich jetzt? Also man kann natürlich erstmal mit Medikament das einstellen, dass dem Patienten besser geht. Dann gibt es, weil man das ja nicht mit Medikamenten heilen kann, diese heißen Knoten, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Operation und das andere ist die Radiojodbehandlung. Deswegen auch wieder der Nuklearmediziner, weil die Radiojodbehandlung ist eine Behandlung mit einer radioaktiven Flüssigkeit früher, jetzt Kapsel. Die enthält radioaktives Jod. Die Schilddrüse braucht das Jod, um Hormone zu produzieren. Also wandert dieses Jod sehr geschickt in die Schilddrüse und dorthin mehr, wo es überaktiv ist, also in den heißen Knoten, und bestrahlt den von innen. Nun hat man ja dann die Schilddrüse auch so, sagen wir mal, teilweise zerstört. Mhm. Muss man denn danach dann wieder substituieren, zum Beispiel mit Jod oder mit Schilddrüsenhormonen dauerhaft? Das kommt darauf an, wie groß die Schilddrüsen sind. Also sehr große Schilddrüsen, muss man ja auch mal an die Operation denken. Nicht alle Schilddrüsen, heißen Knoten sind wirklich was für die Radiojodbehandlung. Wenn die groß ist, gibt es auch eine Möglichkeit einer Operation. Wenn die Schilddrüse jetzt größer ist, wird ja maximal 50% werden durch die Radiojodbehandlung zerstört. Kann man Glück haben und man braucht kein Hormon einnehmen.
Das hängt also von der Ausgangsgröße ungefähr von der Schilddrüse auch ab, etwas, ob man ohne Schilddrüsenhormon dauerhaft dann bleibt. Nun haben Sie ja auch einen Punkt noch angesprochen, der interessant ist, sind die Beziehung zum Herzen. Mhm. Also Herzschlag, langsamer Puls, schneller Puls, Rhythmusstörung. Gibt es auch eine Beziehung zu der häufigsten Rhythmusstörung in Vorhofflimmern? Ja, man weiß, dass Menschen, die eine Überfunktion haben, auch beginnende Überfunktionen, dass das Risiko für die Entwicklung des Vorhofflimmerns deutlich steigt. Das steigt ja sowieso mit dem Alter. Und wenn dann noch eine latente oder beginnende Überfunktion dazukommt, dann wird das Risiko noch erhöht. Vielen Dank, Frau Dr. Jakob.